Und ich sage aber auch all jenen, die zu uns gekommen sind und nicht bereit sind, sich zu integrieren. Die glauben, sie können uns vielleicht ausnützen oder von unserem Sozialstaat leben und diesen missbrauchen und die eben nicht hier anständig leben wollen, weil sie nicht bereit sind, sich an die Gesetze zu halten und hier kriminell tätig werden. Bei dieser Gruppe von unanständigen Menschen habe ich kein Verständnis und die will ich nicht in unserer Gesellschaft haben, weil wir genügend österreichische Kriminelle haben. Da wollen wir nicht noch welche importieren. Ich werde dafür Sorge tragen, dass das umgesetzt wird. Null Toleranz gegenüber den Verbrechern und Gaunern in dieser Stadt. Election results in Vienna are very important as a political measure, as a test of the political mood in Austria. And all the gains went to the FPÖ, the right-wing freedom party. The question is whether the FPÖ is really the far right. I mean, if you look at where the votes, they've done these analyses for the election, where the votes are coming from, you can see who's lost the highest percentages. The Conservatives have lost less than the SPO, so the majority must be coming from actually farther to the left. If you're saying, well, they're far right, how are they getting all these votes? The question is, are they really so far to the right, or are they doing a sort of centrist populist take on things that allows them to gain those votes? Und wenn jemand in unserer Gesellschaft zum heiligen Krieg auffordert, dann darf man nicht wegsehen, dann hat man entgegenzutreten und solche Leute des Landes zu verweisen, weil sie hier nicht erwünscht sind und auch mit solchen totalitären Gesichtspunkten nichts verloren haben. Wenn man Straches Rede hört, dann glaubt man, alle Migranten in Wien sind Drogendealer oder Sozialschmarotzer. Das ist vollkommener Blödsinn, das ist einfach eine Lüge auch. Und ja, die FPÖ hat das in ihrer populistischen Weise sehr gut geschafft, auf dieses Thema zu fokussieren und die Bevölkerung auch zu emotionalisieren damit. Islamisten auf dem Vormarsch, Minaretts am Buizin, das wollen Rote installieren, aber sonst kein Mensch in Wien. Sozis wollen mich mundtot machen, weil ich sag, was Sache ist. Du brauchst nur die Heimat lieben, schreit der Häufel gleich Faschist. Hey, es ist bei Schluss mit lustig, es geht mit Wien bergab. No suppression, no headscarf, no burqa, or whatever. It's similar like Wilders in Holland or like the winter in Belgium. Andere Länder, andere Sitten, gerne auch in Istanbul. Istanbul in Wien hingegen findet nur der Halbe cool. Sie haben kein Konzept. Die Ausländerproblematik ist sowieso sehr aktuell in Europa, überhaupt in diesem maroden alten Kontinent, ja. Und ja, sie haben nur dieses Thema. Ausländer her, Ausländer hin. Wien darf nicht Chicago werden, Wien darf nicht Istanbul werden und so weiter und so fort. Ja, warst du einmal in Istanbul überhaupt? Schade, dass Wien nicht ein bisschen Istanbul werden kann. They had this minaret game, the video game. You could shoot at minarets. In of course, it's disgusting. This kind of election campaigning is disgusting. Sure. This one is the one that caused so much controversy with him telling the boy in Viennese dialect that he will give him I think it's a Bornwurst with mustard. If he hits the Turkish guy Mustafa in the head, there's certainly a subtext of anti-Turkish, anti-Muslim sentiment, and in this comic book. Wir haben das historisch real stattgefundene in der Geschichte, die Sagen, die Geschichte real auch wiedergegeben unserer Jugend, damit man auch Geschichte und Geschichtsbewusstsein wieder hat, und haben daneben in Comics die damalige Zeit illustriert, nicht die heutige, die damalige Zeit, wo, und zwar sehr liebevoll sogar, wo ein kleiner Wiener dem damaligen Heerführer Kara Mustafa, der sehr grausam war, mit einer Steinschleuder ein blaues Auge verpasst. Also bei Asterix und Obelix, da fliegen Hinkelsteine, ja, und da gibt es, da sagt man, die Römer, die spinnen, aber keinem würde einfallen, der irgendwo ja, bei Vernunft ist, zu sagen, Asterix und Obelix sei ein grausames Comic-Heft, ganz im Gegenteil. Ja. Und auf einem ähnlichen
hochwertigen Niveau haben wir auch Comic gemacht, wenn man so will wie Asterix und Obelix. Ja, noch harmloser als Asterix und Obelix. Round 3. Zu viel Rot und zu viel Fremdes, beides tut hier niemand gut. Deshalb lautet die Parole, mehr Mut für unser Wiener Blut. Für die Jungen Arbeit, Hoffnung, für uns alle Sicherheit. Und wer unter Unrecht leidet, für den will ich Gerechtigkeit. Wir haben teilweise Parallel- und Gegengesellschaften, die sich entwickelt haben, vorwiegend von Zuwanderern von außerhalb Europas, wo fundamentalistischer Islamismus heute in unserer Gesellschaft plötzlich auch als Gegengesellschaft vorhanden ist. Und damit auch Demokratie gefährdet wird, Verfassungsgesetze nicht geachtet werden. Und all das ist etwas, wo die Menschen spüren, da sieht das Establishment weg, da sehen die Systemparteien weg, da sehen die Altparteien weg. Und da gibt es eine neue, moderne, freiheitsliebende Partei, so wie wir das sind als soziale Heimatpartei, die die Sorgen und Probleme der Menschen ernst nimmt. Im Unterschied zu anderen, die sie teilweise zu verantworten haben durch politische Fehlprozesse, dann auch teilweise Probleme schönreden oder unter den Teppich kehren. Und da sind wir anders, da unterscheiden wir uns von den anderen, da sind wir näher beim Bürger und haben auch das Ohr beim Bürger. Was hat FPÖ überhaupt für ein Finanzkonzept? Was hat das für ein Wirtschaftskonzept? Oder Zukunftsvisionen? Was? What are deals does he offer? He's not offering any real ideals. It's a mix of reasons. It's a mix of reasons why Strache and the FPÖ did so well in these elections. One of the things is unhappiness, dissatisfaction with the present coalition government. The other thing is the economic crisis. I mean, especially after the financial meltdown in the United States and elsewhere in the world. That people are very unhappy about the economic situation, and it's very easy to accept political parties that blame specific groups, minority groups, etc., for their problems that have resulted because of the financial crisis. And of course, there is the migration problem. You can't deny it. There is a migration problem in Vienna. There are whole school classes where there are only one or two Austrian kids anymore, and the rest is. Turks or from Chechens or Arabs, whatever, and it makes many people scared, and they are and Strache is offering simple messages, and these simple messages fall on fertile soil. Naja, das sind die Gemeindebauten, das sind riesige Bauten und da sind meist nur mehr Ausländer drinnen. Und die paar Österreicher, die drinnen sind, die wollen alle freiheitlich. Bisschen weniger Kopftücher, wenn es möglich ist. Sonst ist Wien ja eine schöne Stadt und auch lebenswert, nur muss man darauf achten, dass sich das nicht ändert. Der Islam ist sicherlich nicht das Beste für unsere Religion. Wir haben schon einmal die Türken gehabt vor den Toren Wiens und jetzt sind sie schon bei uns. If people are afraid of something, then they will vote for a candidate who is going to protect them from that. And if HC Strache presents himself as the knight in shining armor who is going to rescue the Viennese from foreign hordes who are going to take over the city, then he will gain in votes. These fears are fueled, of course. It is not as dramatic as Strache or people like Strache claim it to be. But of course, there are many people are scared to lose their identity, the way, the life they are used to, and I think that's the main reason for really the 27. You can't say there are 27% of fascists. In Austria. Es gibt so viele positive Beispiele von Menschen in der dritten, vierten Generation in Wien, die es geschafft haben, die Geschäftsbesitzer sind, Geschäftsleute auf der Uni, Professoren in höchstqualifizierten Berufen. Das wird kaum gezeigt. Aber es ist nicht nur in Österreich, es ist in ganz Europa und das ist das Erschreckende. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir in einer gemeinsamen Sprache arbeiten. Weil das ist einfach der Schlüssel zur Integration und das geht über alle Kulturen hinweg, denke ich. Und da ist aber ein großer Unterschied, denke ich mir, zu dem, zum, ja,
anglosächsischen Bereich, wo sich die Länder als von jeher als Einwandererländer verstanden haben, also Kanada, USA, Australien. Fast jeder hat einen Migrationshintergrund. Und es war klar, man braucht dort eine gemeinsame Sprache. Hier ist man jahrzehntelang davon ausgegangen, die Menschen kommen her und gehen dann wieder zurück. Auch die Leute, die hergekommen sind, selber haben sich gedacht, sie gehen wieder zurück. Nur ist das Konzept nicht aufgegangen. Genau. Jetzt, und dadurch hat man sich gesagt, warum soll ich mich jetzt mit dieser Kultur so stark auseinandersetzen? Ich gehe eh zurück. Nur hat das Zurückgehen nicht funktioniert, genau. Weil dann waren die Kinder da, die hier aufgewachsen sind, die gesagt haben, ich geh nicht nach Hause zurück. Ja, und die Eltern blieben dann auch. Geärgert und haben uns gedacht, das kann nicht sein. Ja? Das wird da in die Welt gestellt und man steht da und schaut sich's an und denkt sich, was soll ich tun? Und ein Weg ist, der direkteste Weg ist, die Plakate zu beschmieren oder irgendwie zu verfremden, was viele Menschen getan haben. Und da wir beide jetzt eben bei Polylog, bei Okto produzieren, haben wir uns gedacht, naja, dann nützen wir diesen Kanal und diesen Weg, um mehr Menschen zu erreichen und unsere Meinung zu zeigen. Alles Walzer, der Kongress tanzt. Alles Walzer, alles Walzer, der Kongress tanzt. Oh, also wenn es so weitergeht, dass die Roten weiterhin die Oberhand gewinnen, kann dann passieren, dass wir Frauen gezwungen werden, die Burka zu tragen und dass aus unserer wunderschönen Kirche und Stephansdom eine Moschee wird. Die christlichen oder jüdischen Feiertage werden alle weg. Ja? Wir müssten fünfmal pro Tag beten. Auf 7 Quadratmeter, 5 Kebabstandl ist ja nicht mehr normal, nicht? Und du kannst Wieselstandl mehr nicht. Nein, es gehört die eigene Kultur erhalten, ja, sodass nicht überfremdet wird. Es ist keine Frage der Volksgruppenzugehörigkeit, sondern es ist eine Frage, das ist eine Kultur- und Wertedebatte. Ich will, dass unser Österreich, aber auch Europa im Sinne eines christlich-europäischen Abendlandes auch erhalten bleibt, im Sinne einer europäisch-abendländischen Werte- und Kulturgemeinschaft auch erhalten bleibt. Und wer das in Frage stellt, der muss auch damit rechnen, dass wir politisch in unserer Bewertung sagen, das ist nicht der Weg, den wir unterstützen. Das wollen wir nicht. Ja, allein dieser absurde Gedanke unserer Werte. Ja, was für Werte? Von welchen Werten reden Sie eigentlich? Diese christlichen Werte? Ja, was heißt denn christliche Werte? Sind sie absolut? Auch für die nächsten 500 Jahre? Oder? Ich weiß es nicht. For centuries, Vienna was a melting pot. But somehow, they came from a similar background. It was the Christian-Jewish background of the Austro-Hungarian Empire. Soll ich jetzt etwas sagen? Ich komme aus der Türkei und ich poche auf die islamische. So was Lächerliches. Ich bin nicht mehr zugehörig. Ich fühle mich nicht mehr dort zu Hause. Ich fühle mich auch nicht hier angekommen. Ich bin ein Erdenbürger und Leute wie mich gibt es Millionen auf dieser Erde. The real problem nowadays is the third generation. I sometimes really feel sorry for the guys. They're now 15, 16, 17 years of age. They are not Turks anymore. They are not Austrians, but they are no real Turks. When they come back to their, when they go on holiday to Turkey, the people say, what kind of Turkish do you speak? You can't even speak proper Turkish. They can't speak neither proper Turkish nor proper Austrian. They are discriminated if they want jobs. Well, here's one that says, proud to be an Austrian, with the FPÖ on it. Which, I mean, people are very proud of being Austrians. There was recently an art action here in Vienna about being an Austrian, where they took DNA samples from people's cheeks, and people lined up in the streets, in the shopping streets of Vienna, to have this done.
And even if they weren't Austrians, if they were foreigners, they would try the test and they would get a button that I'm happy to be allowed to be here as a foreigner. So there is sort of this Austrian insularity again, of people wanting to be seen as Austrians even if they come from somewhere else. And of course, in reality, you can't say what an Austrian is. You can't do a DNA test, you can't do a blood test. So who determines who's an Austrian? Heute redet man, bastelt man an eine Zukunft, an eine Vision Europäers sein. Ja, glauben Sie, dass das einfach von heute auf morgen möglich ist? Nein. Deshalb müssen wir natürlich auch solche vorübergehende Phasen durchqueren oder hinter uns lassen und so weiter. Schmerzlos geht es nicht. Das ist ein beschwerlicher Weg. Deshalb wehrt man sich ja. Ja. Weil man ihnen, weil der Mensch, das Individuum, keine Utopien mehr hat, keine Träume mehr hat. Man, durch diese sogenannte kapitalistische Kultur, diese Konsumfetischismus, hat man ihnen alle diese Träume weggenommen. Und deshalb ist das eine Sehnsucht nach Vergangenheit plötzlich, weil sie einfach plötzlich in einem Vakuum sind. Was sollen sie denn machen? Was heißt denn Europäer sein? Ich sage das seit Jahren. Der Traum dieser Multikulti-Utopie, der ist geplatzt. Denn jede Gesellschaft, und ich kann das nur noch einmal betonen, jede Gesellschaft braucht und verträgt Zuwanderung. Aber bis zu einer gewissen Prozentualität. Ja, da ist es befruchtet, da ist es bereichernd, da ist es eine Situation, die allen einen Vorteil bringt. Aber wenn das undifferenziert gemacht wird und dann die Quantität sozusagen übersprungen wird und eine Gesellschaft beginnt zu kippen, Parallel- und Gegengesellschaften entstehen und eine angestammte Bevölkerung plötzlich zur Minderheit wird, dann kippt's. Und dann gibt es soziale, kulturelle Probleme, die niemand will und wo wir alle in unserer Verantwortung auch nicht experimentieren dürfen auf dem Rücken von Völkern. Renationalization is going on everywhere. Everybody is, you know, in Austria, we have, in Germany, you have the saying, the shirt is closer to you than the jacket. I can't see European solidarity. Deshalb gibt es diese Erscheinungen wie Strache oder wer ist der denn überhaupt? Was für ein Format hat er denn überhaupt? Was weiß der denn überhaupt? Ich denke, es wäre interessant, eben jetzt nach der Wahl 27% wählen FPÖ, das aufzugreifen und die Hintergründe zu verstehen, versuchen. Weil ich habe mich gefragt, wieso funktioniert das so gut und wieso wählen so viele Leute die FPÖ? Und ich glaube, das wäre interessant herauszufinden, wieso so viel Raum nicht nur für, aber auch für Rassismus ist in Wien. Und ich bin gespannt, wie das österreichweit sein wird. In my opinion, the best way to tame right-wing populists is to take them into responsibility. There's the other theory, never allow them to govern, like in Belgium, the cordon sanitaire. So don't be decent parties, don't go in a collision with right-wing people. And, you know, I would say involving them in the democratic process is probably a better way of dealing with the problem than turning them into outsiders who have an axe to grind. A deep sense of injustice would be a very bad thing. Ich habe konkret den Plan gehabt, jetzt auch in Wien als Bürgermeisterkandidat anzutreten, habe dafür 27% bekommen, habe es jetzt noch nicht geschafft, aber werde halt bei einer kommenden Wahl dann deutlich die 30%-Marke überspringen in Richtung 40% und dann eine Kraft haben, wo man mich nicht mehr aufhalten und verhindern kann. Dann werde ich die Verantwortung in Wien entweder annehmen als Bürgermeister oder bei kommenden Nationalratswahlen, wo wir heute bereits zweitstärkste Partei geworden sind in Umfragen in Österreich und quasi schon Kopf an Kopf sehr knapp auch bei der ersten Partei liegen. Das heißt, wir haben die Chance, in Österreich mittelfristig stärkste politische Partei zu werden und wollen dann natürlich die vielen, vielen Fehlentwicklungen beenden und unser Land eben in eine sozial gerechtere und bessere Entwicklung auch führen, in einer Verantwortung, nämlich in einer Regierungsverantwortung.